Hallo zusammen und willkommen zurück. Ich bin Michael und das ist Conan Exiles Age of Sorcery Kapitel 2 Gameplay ohne Mods. Jawohl, ohne Mods. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gesehen habt, Episode 1. Ich möchte in diesem Gameplay, wenn irgendwie möglich, komplett ohne Mods auskommen. Vielleicht werde ich mich. Oder werde ich es nicht verhindern können, dass ich dann doch das ein oder andere Quality of Life Game Mod installiere? Quality of Life, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Unlock Plus oder Fashionist. Sowas in der Art, wo es auf keinen Fall mich stärker macht, meine Gefährten stärker macht, mein Leben verändert, meine Attributpunkte verändert, etc. Aber das muss man mal abwarten. Mal schauen. Also, die Regeln eigentlich keine Mods. Punkt Nummer 1. Zweitens, Semi-Permadeath. Das bedeutet, wenn ich sterbe, war's das. Aber, Rhabarber, ich habe mehrere Leben und zwar so viele Leben, wie ich vollständig im Reisefortschritt hier in der Verbandenreise vollständige Zeilen habe. Das heißt, momentan kann ich zweimal sterben. Also einmal, dann verbrauche ich das, dann nochmal, dann verbrauche ich das. Und wenn ich dann nochmal sterbe, wäre ich tot. Außer ich könnte es schaffen, hier noch ein leichtes Rüstungsteil anzulegen und die Götter zu verehren. Dann hätte ich schon mal mein drittes Leben. Ja, das ist Semi-Permadeath. Also, wenn ich öfters sterbe, wie ich hier vollständige Kapitel habe, dann war's das. Daraus ergibt sich eigentlich automatisch der dritte Punkt, den ich gerne erfüllen möchte, und zwar alle Reisefortschritte hier abhaken. Das hat zwei Gründe. Ich habe es noch nie geschafft. Ich hatte einmal in einem Gameplay, hatte ich eigentlich alles, aber es hat mir dann zum Beispiel nicht akzeptiert, dass ich alle Kartenpunkte aufgedeckt hatte. Kann daran liegen, dass man eben zum Beispiel einen Mod verwendet. Und dann das Land verlassen, sprich den Amreif ablegen. Das sind die vier Bedingungen, die ich für mich selber festgelegt habe, um sozusagen hier dem Ganzen einen Rahmen zu geben. Ein Nebenpunkt, den ich erfüllen möchte, da muss ich mal schauen, ob das hinhaut, ist, dass ich eigentlich, wenn irgendwie geht, nichts on-off-screen mache. Das Ganze läuft auf einem Server, einem dedicated Server bei mir hier im Netz, also nicht online. Der ist nicht online gestellt, auf dem bin nur ich drauf, aber es ist ein Server und ich habe zwei Sachen hier noch und zwar unter Server-Optionen. Ernten, da habe ich die vierfache Erntemenge momentan, vielleicht wird es auch mehr, weil ich möchte eigentlich nicht offscreen arbeiten. Das heißt, wenn dann das Sammeln dann doch zu lange dauert, könnte es sein, dass ich hier sogar noch hochgehe. Und was ganz wichtig ist, ist, wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Begleit und Hunger. Hier, Tierfertigungszeiten, also runter auf 10% der ursprünglichen Zeit. Und das Ganze gilt hier für die Leibeigenen auch. Das sind also die Randbedingungen. Ansonsten habe ich alles auf Standard gelassen. Das ist also einfach ein Standard-Server, den ich mir hier installiert habe. Ziel ist es für mich jetzt, so schnell wie möglich an einen der neuen Begleiter ranzukommen. Weil egal welcher es ist auf jeden Fall der bestmögliche Begleiter, den ich hier im Süden zu dem Zeitpunkt haben kann. Das heißt, wir gehen her. Dann kommt das hier wieder rein. Dann kommt das hier wieder rein. Da haben wir genug. Der ist voll. 17 Oboli Hammer. Das heißt, wir gehen. Das muss ich überlegen. Hier lang. Wir gehen hier lang, holen uns wieder, wenn möglich, die zwei. Da oben. Das habe ich mir schon gedacht, dass ich hier irgendwie, wenn ich die Hyänen jetzt am Arsch habe, oder? Ja, aber mal gucken, vielleicht kann ich hier. Komme ich weg. Ich will jetzt nicht mit den Hyänen kämpfen. Was ich festgestellt habe, das habe ich ja in anderen Gameplays auch festgestellt, und das ist jetzt völlig unabhängig, ob ich mit oder ohne Mods spiele. Es ist einfach so, dass man, ich finde, wahnsinnig schnell levelt. Also. Das ist überhaupt kein Thema.
So, jetzt muss ich gucken, dass ich mit ausreichend Stamina hier in die Bucht reinrenne und dann so schnell wie möglich hochroll. Das klappt. So, dann nehmen wir mal den Bogen, weil die wollen wir uns einzeln holen. Ah, sehr schön. Ja, genau. Ihr könnt da mal gucken, wie weit die kommen. Ja, da werden sie schon angegriffen. Auch nicht schlecht. Können wir vielleicht nachher plündern. Hier haben wir das Problem, gerade mit dem Plündern, das habe ich ja beim letzten Mal schon gemerkt, das sind leider Gottes so Ecken, wo auch gerne die NPCs in dem Boden versinken. Und da muss ich sagen, in dem Fall cheate ich dahingehend... Oh, das ist doof. Oha, oha, oha. Mal kurz was essen und was trinken. Aber die da oben kümmern sich gegenseitig umeinander, das ist schön. Das hätte fast schief, das hätte schon fast mein erstes Leben kosten können. Mal gucken. Ich arbeite am Anfang eigentlich nur mit den Dolchen, weil ich der Meinung bin, dass die Dolche im Verhältnis zur Stamina eigentlich so. Und jetzt haben wir genau den Effekt. Ich bin der Meinung, jawohl, der ist tot. Und wir haben wieder den Mist, dass die Leichen verschwinden. Ich nehme mal alles mit. Das müsste ein Reisefortschritt sein, jawohl. Weil ich... Reise. Ich habe leichtes Rüstungsteil angelegt. Sehr schön. So. Jetzt werde ich wieder cheaten müssen, weil die Leiche des Zauberers fehlt. Die müsste hier irgendwo rumliegen. Liegt sie aber nicht. Ich kann auch mal hier ein bisschen gucken, ob sie sonst wo liegt, aber ich denke... Das ist genau wieder dieser Faktor, dieser Fall. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder und hier liegt der Zauberer. Also, es war wieder verbuggt. Ich mache mich wieder zum normalen Spieler, damit ihr das mitkriegt. So, jetzt können wir hier mal schauen, ob wir... Ah, ich muss jetzt hier wieder meine... Ah, da muss ich mich auch dran gewöhnen, dass ich natürlich hier wieder... nicht mehrere Leisten habe. Das sind zum Beispiel so Sachen, wo zum einen sind es Quality of Life, aber ich glaube, dass die auch wirklich im Kampf einen gewissen Vorteil haben. So, und dann nehmen wir die Dolche. Gott, siehst du scheiße aus. Ohoho. So, und wer kommt da? Ein Zimmermann. Ja, dein Hart wird auch gegessen, du Pflunze. Aber... So, den nehmen wir aus. So, das heißt, jetzt wird dann eh bald dunkel. Im Dunkeln will ich nicht rumrennen. Dann können wir aber die Zeit nutzen. Ich müsste mal gucken, ob ich hier irgendwie... Komme ich hier... Kletterungstechnisch komme ich hier wahrscheinlich nicht hoch. Das dürfte zu hoch sein. Na komm. Oh. Warum? Sehr schön. Ich war gepennt. Ich hätte oben auch das Hyäne in Hyänenpelz mitnehmen können. Ja, wenn man, wenn man wieder, das habe ich mir gedacht, also. Dann kann ich aber auch gerade noch den hier mitnehmen. Wenn man von einem relativ gut ausgestatteten Gameplay zurückkommt,
dann auf dieses Level muss man sich wieder angewöhnen, mehr staubsaugermäßig durch die Gegend zu gehen. Muss mal gucken, was ich für ein Tierpferch brauche. Da weiß ich auch noch nicht, warum, da ich das Loch nicht zukriege. Das war ja beim letzten Mal. Und die Fackeln konnte ich auch nicht machen, weil ich kein Ding mehr hatte. Ja, es ist so ein typisches Gameplay. Was ich interessant finde, ihr müsst mal gucken, ich bin schon wieder Stufe 18. Ja. Also das geht so, ich bin der Meinung, so wahnsinnig schnell das Leveln. Achso, den brauchen wir ja hier auf jeden Fall erstmal. So, ich habe auch bloß eine Kiste momentan. Das nehmen wir rein. Das ist ganz gut. Das ist gut. Das könnte ich mal behalten. Dann könnte ich eventuell eine Standfackel machen. Das, ich brauche jetzt nochmal eine Fackel. Wie viel kann ich? 3 Stück, das ist gut. Und dann kann ich den hier raus, den hier rein. Und dann kann ich Dekoration, Lichter. Da sind wir. So, da machen wir eine hin. Da machen wir eine hin. Und gucken wir mal. Hier ist eigentlich noch schön hell. Da wird es nachher noch Änderungen geben. Hier, das werde ich so nicht lassen. Aber im Moment würde ich jetzt einfach mal hier eine Fackel hinmachen. So. Haben wir ausreichend hell erstmal. Passt. Sobald es hell ist, werden wir zum Eintauschpunkt hochgehen. All dieweil wird dort oben auch noch mindestens 2 weitere Schädel uns besorgen können. So, das kommt jetzt rein. Wieso habe ich hier ein Dings drin? Lagerfeuer? Keine Ahnung. Und 2 Steinäxte, die kann raus. Die behalten wir. 2 Schädelhammer, den lösen wir mal auf. Die brauchen wir auf jeden Fall nicht jetzt im Moment. Dann tun wir das hier noch brutzeln. Da können wir mal was essen. Die Eisenpfeile sammle ich jetzt erstmal nur, bis ich dann genug habe zum Umsteigen. Das brauchen wir früher oder später auch. So, das ist mit der Belastung ganz gut. Mal gucken, wie viele Punkte habe ich jetzt zur Verfügung. 9 Stück, das ist gut. Das heißt, da können wir einen auf Beweglichkeit. Und können dann auf Autorität setzen 5, dann hätte ich noch 3 übrig. Und die würde ich jetzt mal auf Kompetenz nehmen, damit ich ein bisschen mehr tragen kann. So, jetzt gucken wir mal kurz, was können wir herstellen für die Gefährten. Ein kleiner Tierpferch braucht 100, ja, den können wir herstellen. 75, 105. Okay, also habe ich noch so viel. Also, 5 hätte ich noch. War das 100? Schauen wir mal. Ja, eigentlich ist es. So, jetzt können wir mal gucken. Na. Also, gucken wir mal, 4, jawohl, den können wir jetzt bauen. Den stellen wir mal hier direkt daneben, oder? Wieso kann ich den hier nicht bauen? Ich kann den auch hier irgendwo hinstellen erstmal. Ja, den können wir da hinstellen. Dann haben wir hier die kleine Hyäne. Dann haben wir das ganze Fleisch schon gebrutzelt. Okay, geil.
Den werden wir nachher noch moven, weil da muss ich mal schauen, warum sich der hier oben nicht hat platzieren lassen. Okay, der Einfluss scheint relativ weit zu sein, weil normalerweise ist hier nochmal ein NPC. Der ist schon nicht mehr gespawnt. So, den zerlegen wir. Und hat auch ein bisschen Fleisch gegeben. Das heißt, wir nehmen uns jetzt auf jeden Fall die Eier mit. Eier sind gut, weil sie zum einen ein bisschen Nahrung und was viel wichtiger ist, eben auch Flüssigkeit mit sich bringt. So, das heißt, da tun wir mal was rein. Das sollte hoffentlich nicht zu lange gehen. Das heißt, dann sollten wir demnächst gleich unseren ersten Begleiter haben. Ich werde auf jeden Fall noch einen Shellback nehmen, weil die haben ein bisschen, glaube ich, eine größere Tragekapazität. Glaube ich mal. Glaube ich. So, den Rest tun wir mal hier rein. Das da rein. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit hoch. Oh, da haben wir schon eine Menge Eier. Dann tun wir mal hier. Die halten ja auch ein bisschen. So, da gibt es dann nachher noch einen Trick, da muss ich mal gucken, und zwar, mal gucken, das können wir gleich machen. Und zwar die Gefriertruhe des kleinen Mannes, sage ich jetzt mal. Gefährten, ah, da brauchen wir Eisen, alles klar. Und da, dann nehme ich die Futterkrippe, 125, es wirkt nämlich genau gleich. Also. Ja, du mich auch. Was gucken Sie mich jetzt nicht überlade? Sollte schon langen. Jawohl. Und down. Und hier haben wir gesagt. Nee, ich glaube, was war's? Hab ich gepennt. Wir. Doch, das hier können wir. Okay. Dann können wir den hier austauschen. Ja, wenn man hier nicht mehrere Schnellleisten hat, so wie ich es gewohnt bin, ist es natürlich, will ich sagen, ja doch, nee. Es ist etwas umständlicher und es kostet etwas mehr Zeit. Und dann machen wir jetzt hier die Futterkrippe. Oh mein. Die tun wir oben rein erstmal. Klingt jetzt blöd. Aber das soll ja unsere Gefriertruhe werden. Okay. Tu die hier hin. Ah, tun wir sie hier hin. Und wir können, jetzt können wir mal schauen, und zwar, wenn wir uns die Eier anschauen. Und sonst noch hier irgendwas Essbares drin? Nein, aber hier. Das war auch nicht essbar, das war das. So. Also, wenn ich jetzt herschaue und sage, okay, die Eier haben noch, machen wir es so rum, hier 9,47 und jetzt sind wir hier bei einer Stunde. Ihr seht also, da haben wir einen riesen Vorteil. Brauchen wir nicht so viel, wenn wir kurz auf Tour gehen. Das tun wir da rein, das tun wir brutzeln. So. Und dann kommt das da rein, das da rein, das da rein. So. Und das hier können wir auch aufbewahren. Vielleicht kriegen wir es irgendwann mal so weit durch, dass es ein 50er Stapel gibt, das ist 2x25, wir sind ja hier ohne Stack Size. So. So. Jetzt warten wir kurz, bis das hier durch ist. Und dann gehen wir wieder hoch und plündern die anderen oder überfallen die anderen zwei Lager. Oh.
So. Und jetzt. Die bringen uns Stärkewaffenschaden, bringt uns eigentlich nichts und bis minimale Rüstung. Das heißt, da kann ich eigentlich drauf verzichten. Ich tue sie mal hier rein. Vielleicht ist es nachher mal viel leicht für einen Gefährten. So, wir können jetzt mal hier so einen kurzen Blick reinwerfen. Wie schnell geht das? Vielleicht muss ich es noch ein bisschen runterdrehen. Ich weiß es nicht. Trinken müssen wir noch was? Oder sollten wir noch was? So, da ist. Oh. Genau, hau du mal ab. Das ist nicht gut. Das ist eine von diesen, wenn ich das richtig gesehen habe, so eine korrumpierte, so eine verdorbene Hyäne. Das wäre blöd. Da müsste ich mir was überlegen, ob man die dann irgendwie in eine Situation kriegen, wo ich die in aller Ruhe wirklich mit Pfeile down machen kann. Normalerweise, wenn ich nicht die Möglichkeit hätte, so früh an einen dieser Gefährten ranzukommen, wäre jetzt der Klassiker für mich, dass ich Kohle sammeln würde, dass ich meine ersten Eisentouren machen würde. Und entsprechend auch die Basis ausbauen. Ja, die ersten ersten Werkbänke hin. Das geht dann relativ schnell. Einmal zum einen, man levelt dann recht zügig, weil die geben ganz gut Punkte, die Ernteaktionen. Und zum zweiten ist es natürlich so, dass wir auch mit den Werkbänken etc. dann an gute Erfahrungspunkte sammelt. Man stellt dann die ersten Sachen her, das gibt wiederum dann gleich Erfahrungspunkte. Also man hat so einen sich so eine positive Spirale eigentlich dann am Anfang. Aber ich möchte ja, wie gesagt, rauskriegen, wie das ist, wenn wir hier relativ früh einen starken Gefährten haben und es sind ja bam, bam, Lien oder Janos. Dalinsia Snowhunter. Noch ein weiterer Melee-Kämpfer. Und ein. Ein. Mal überlegen, doch ein Bogenschütze? Das sind vier, es sind vier. Zwei Bogenschützen und zwei Dingen? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wenn wir die Tour hier durch haben, das Blöde ist, ja, das ist das Blöde, wenn ich mich jetzt auf den Weg mache, dann nachher, um zum Beispiel das Viertel zu holen, dann muss ich auch konsequenterweise hergehen und dann nehmen wir das hier raus und den hier rein. Und Eisen anfangen abbauen, weil ich brauche Eisen für. Weg, 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 weg. Vor allem von den blöden Bogenschützen weg. So, den haben wir down. Das ist schon mal wichtig.
Ist der, der Bluten verursacht? Ist der, den wir wollen, vor allen Dingen? Oh, okay, das war jetzt doof. Dann machen wir Trick 17. Das heißt, der müsste jetzt automatisch verschwinden. Jawohl. Das war jetzt kritisch. Das war jetzt, wäre schier schief gegangen. So, das brauchen wir hier kurz. So, mal kurz die reparieren. Dann können wir das hier einlagern. Da muss ich noch mal gucken, ob ich dann schon wieder was mitnehme. Okay. Das heißt, den ersten Zauberer haben wir schon mal. Das heißt, jetzt haben wir 3, 1, 2, dann hat es plus 3 gegeben. 4. Also wir haben jetzt 28. Über die Hälfte von dem, was wir brauchen, haben wir schon. Sprich, mit ein bisschen Glück. Das sollte lang. Jawohl. Ist so gut. Zuck. Okay, so, dann können wir den da oben rausnehmen. Ja, komm. Down. Und da haben wir jetzt so einen blöden Bogenschützen. Ne, diesmal nicht. Müsste gleich down sein. Jawohl. Nicht. Schnell was trinken. Und der müsste jetzt auch gleich Geschichte sein. Jawohl. Und der wäre down. So, was mich ein bisschen irritiert in anderen Spielen, anderen Spielen, waren hier zwei Zauberer. Ja, haha. Aber... Ja, das brauchen wir nicht. Das nehmen wir mit. Gucken wir mal, ob es hier müsste eine Kiste haben. Die nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Ja, schade. Wir können noch mal da drüben gucken, ob da noch mal einer ist, ob es da zwei sind. Ich war immer der Meinung, dass ich hier oben drei insgesamt rausgeholt habe. Aber kann auch sich geändert haben, dass sie hier... Und wir haben wieder... Obeli gekriegt. 34 haben wir jetzt schon. Das heißt noch ein Run, wenn es gut läuft. Und wir hätten... So, das können wir mal einlagern. Das können wir einlagern. Das haben wir noch. Knochen. Bam, bam, bam. Tierhäute nehmen wir mit. Das tun wir. Die Sachen, die wir jetzt im Moment nicht brauchen, die tun wir mal einlagern. Das würde ich mitnehmen.
Das können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Brauche ich hier oben. Das brauche ich im Moment noch nicht. Stein ist nicht das Thema. Das ist eher ein Thema. Das lasse ich mal hier. So, jetzt können wir auf jeden Fall mal 10, 20, 30, 40, 50 Stück mal herstellen. So, jetzt gucken wir mal in das Dorf. Tun mal was essen. Okay, was entdeckt. War ich noch nie so nah dran, dass ich es entdeckt habe? Okay, cool. Moment. Eins, zwei. Nee, okay. Nee. Mal kurz wegrennen. Da ist jetzt im Moment nichts, was sich für mich lohnt. Oh, das war schlecht. Das könnte jetzt dramatisch werden. Aber wir probieren hier Trick 17. Wir rennen mal in die Nähe von denen hier. In der Hoffnung, dass sie den Akku übernehmen. Beziehungsweise wir können jetzt wieder Richtung Heimat rennen. Der Vorteil von dem, sag ich mal, fast schon optimalen Begleiter gleich am Anfang ist natürlich ein ganz anderer noch. Und zwar, wenn es darum geht, dann nachher andere Thralls in die Gemeinschaft aufzunehmen. Die haben alle einen ganz anderen Lebenspool. Das heißt, wir haben hier den Vorteil, dass wir eigentlich relativ früh einen Begleiter dabei haben, der gut einstecken kann. Auch wenn er noch nicht optimal ausgestattet ist. Und das ist ein Riesenvorteil, vor allen Dingen, wenn es eben dann darum geht, andere niederzuknüppeln. Und ansonsten hat man immer dieses Spiel, man guckt nach einem Zweier, vielleicht nach einem Dreier Exile hier unten. Den nimmt man mit und guckt, dass man einen der ersten, wenn es irgendwie geht, named, sich besorgt. Das sind alles so Zwischenschritte, die man auch machen muss. Und hat nachher, sag ich mal, eine Handvoll Begleiter übrig, die nicht wirklich, will ich sagen, sinnvoll sind. Ja, doch im späteren Spielverlauf auf keinen Fall mehr sinnvoll sind, ja. Und da glaube ich, das ist schon, hallo. Da ist es, glaube ich, schon ein Riesenvorteil, wenn man gleich am Anfang hier auf einen Begleiter aufbauen kann, der eigentlich das Beste mit zu den Besten gehört. Ja, wie gesagt, mal gucken, ob wir eine Dalincia haben oder Markus the Beast. Und was man sich auch überlegen kann, ist dann eben im Zuge dessen, dass man dann natürlich auch die Camps besucht und weiter die Oboli nimmt, entweder die Ausstattungspakete sich besorgt, die ja ganz ordentlich sind, um zum Beispiel an die alchemistische Grundsubstanz ranzukommen. Wobei ich es da fast besser finde, dann die Sorcerer zu jagen. Und wenn ihr jetzt mal seht, ich sag mal, ich komme jetzt ganz gut alleine zurecht hier unten in den Dörfern. Jetzt stellt euch vor, ich habe die Dalincia dabei, die richtig gut austeilen kann mit einem Sternmetallschwert. Also, top, oder? Ja, die Schatten werden eh schon wieder länger, es wird bald wieder Nacht.
Wir sind bald zu Hause. Und da oben sind schon wieder welche. Das heißt, wenn Nacht, wir warten die Nacht ab. Ihr seht Schatten schon relativ lang. Hier müssen wir nur aufpassen, dass uns das ist ein. Wenn ich jetzt nicht Permadeath spielen würde, würde ich versuchen, mich mit dem anzulegen. Aber das ist mir jetzt zu risikoreich. Und vor allen Dingen ist es auch nachher mit einer Dalincia kein Thema. Die hat out of the box über 2000 Leben. Da müsste man eigentlich ganz gut hinkommen. Und dann, jawohl. So, mal gucken, ob das hier auch klappt. Jawohl, seht ihr das? 28 Eier mit einem Schlag. Und wenn ich. Das war jetzt nichts. Wunder. Okay. Das geht jetzt nicht mehr. Das nehmen wir so mit. Aber jetzt vier, also das ist. Gucken wir mal, was unser Begleiter macht. Ah, der ist schon halb durch, ja. Das heißt also, ganz grob, so ein normaler Begleiter ist eigentlich sehr wahrscheinlich in einer Folge durch. Können wir hier mal gleich wieder die erstmal rein. Das da rein. Das können wir hier sammeln. Dann haben wir. Ja, die schmeiße ich weg, die braucht kein Mensch. Dann haben wir hier das, das, das. Das ist gut. Das ist gut. Das, 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 das. Stahlfeuer. So, ich brauche jetzt Kisten. Das sind 300. Und das hier. Also. Drei. Und dann gehen wir her. Sagen, hier vorne kommt, nehmen wir mal alles nehmen. Hier vorne kommt alles, was mit Steinen zu tun hat, rein. Dann kommt hier alles, was mit Holz zu tun hat, rein. Und dann machen wir an der Stelle noch Pflanzen. Alles, was mit Pflanzen zu tun hat. Und an der Stelle kommt alles, was mit Tieren zu tun hat. So, dann haben wir hier nochmal Stein. Ist ja im weitesten Sinne. Das ist hier. Und dann haben wir hier Alchemie und Sonstiges im Moment. Da würde ich jetzt hier mal die Sachen sammeln. Das sind Pflanzen. Holz und Pflanzen kommt da rein. Das ist im weitesten Sinne auch Holz und Pflanzen, weil. Ja. Und das kommt hier rein. Es fehlen mir aber. Irgendwo fehlen. Habe ich schon so viel verballert wieder? Okay. Wie schwer sind die hier eigentlich? Die können wir vernachlässigen. Das hier können wir auch da rein. So, jetzt haben wir ganz gut aufgeräumt hier. Okidoki. Dann heißt das unabhängig davon, wir könnten gucken, wenn wir genug Pfeile haben. Aber den kriegt man nicht klein, glaube ich nicht. Den da drüben können wir mal klein machen. Ja, komm mal her. Ist eh gleich dunkel. Und derzeit, wenn es dunkel ist, können wir ein bisschen Bäume hier rumfällen. Und gucken, dass wir die Schmiede vielleicht zusammenkriegen. Das heißt, jetzt erstmal Steine sammeln.
das heißt jetzt erstmal die Schmiede machen, oder? Die Schmelze. F5 Werkstätten schmieden. So, können wir hier mal die Schmiede machen. Und dann können, haben wir schon Eisen? Eisenstein, aber nicht viel, okay. Ein bisschen Holz haben wir auch noch. So. Und für die Schmiede brauchen wir 50. 50, okay. Du musst mal den Stein abladen. Das hier abladen. Das hier rein und brutzeln. Und das da rein. Ja. So, dann tun wir mal hier rein. Das hier können wir mal reparieren. So, dann können wir schon mal ein bisschen Rinde sammeln. Würde ich normalerweise jetzt mit einer Steinaxt nicht machen, weil es sich wirklich nicht lohnt. Aber dadurch, dass wir vierfach sammeln, Dinge haben, geht es eigentlich dann doch ganz gut. So, dann nehmen wir den hier. Ja, und sobald es hell wird, gehen wir nochmal auf Tour. Mal schauen, ob wir schon was Vernünftiges herstellen können. Gerbertisch. Immer, das kann man herstellen. Alchemie fehlt uns natürlich noch. Das ist teuer. Den könnte man herstellen. Bringt uns aber auch nicht so viel. Religion brauchen wir, genau. Hahaha. Und zwar 20. Da müssen wir hier kurz sammeln gehen. Zwirn sind 60 Gemüse. Und dann hätten wir nämlich schon die nächste Reihe freigeschaltet. Und es würde was bringen, weil wir die Z-Religion natürlich relativ gut bedienen können. So, dann holen wir uns... Haben wir Steine? Müsste doch schon lang, oder? 5... Religion. Ne, wir brauchen noch ein paar Steine, brauchen wir noch. Nicht viel. Und dann setzen wir den Tempel mal da unten ans Wasser. So lange, bis wir einen besseren Platz haben oder hier irgendwo hin. Aber da haben wir jetzt eh ein Problem. Da brauche ich 15 Eisen dafür. Okay. Schon 15 Eisen.
und fünf Dinge. Das heißt jetzt erstmal Holz einlagern. Das ist im weitesten Sinne Holz und Gemüse. Stein einlagern. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Und dann haben wir gesagt, brauchen wir 5. Halt. Na. Herrgott. 5. So. Machen wir alles noch schöner, sobald wir dafür Zeit haben. Und wir haben wieder einen Reisefortschritt. Das heißt, wir haben schon 3 Leben. So, was braucht man? Rad der Schmerzen, okay. Eisenwerkzeug, auch klar. Gesamte Eisen ist auch klar. Objekt färben, kriegt man hin. Fisch fangen, das ist eher was. Samen pflanzen, okay. Aber alles machbar in der nächsten Runde, gar kein Thema. Jetzt haben wir ein Sammelwerkzeug. Das nehmen wir mal hier gleich rein. Und wir gucken noch mal ganz kurz hier rein. Ja, das tut sich. Sobald der durch ist, machen wir. Ah. Ich muss mal was anderes gucken. Wir könnten doch auch einen großen Tierpferch machen, oder? Werkstätten gefährden. Was braucht denn der? Der braucht es auch nicht so viel. Während der da Dings, machen wir einen großen Tierpferch. Gefährden. Weil dann können wir nämlich hier schon mal. Brauche ich den großen Tierpferch? Eigentlich brauche ich den großen Tierpferch nicht. Warum brauche ich ihn nicht? Weil ich eigentlich gar nicht auf Gefährten, Tiergefährten gehe. Ich will den hier bloß haben. Für den Fall, dass es noch ein bisschen länger dauert mit der Kollegin oder dem Kollegen. So, wir gehen. Was brauchen wir zum Reparieren? Bisschen Stein. Wir rennen weit genug außen rum. So, wir werden nachher bei den Attributen auf jeden Fall hier irgendwann die Autorität voll machen. Aber am Anfang nur auf den ersten Perk Stehvermögen. Nee, Kompetenz mache ich erstmal voll. So, jetzt habe ich nämlich die. Werkzeuge halten länger und ich brauche auch weniger zu essen und zu trinken. Das ist ein ganz guter Perk. Und ich habe vergessen, mir was zum Essen mitzunehmen. Ne, machen wir kein Risiko. Kein Risiko. Trinken. Können wir gleich was? So, dann pflücken wir noch ein paar Aloe und machen uns noch mal 4 Tränke. Also, wir haben ausreichend Wasser dabei, wir haben ausreichend Essen dabei. Und wir wollen jetzt hier die auf jeden Fall umgehen, weil da ist der dicke Böse dabei.
Wie Pfeile habe ich noch 19. Okay, da könnte man sich überlegen, ob man nicht ein paar mehr macht. Und dann wieder da vorne versuchen in die Ecke rein. Nee, den will ich gar nicht. Das hier will ich. Manflesh. I will feast upon you. So, das müsste eigentlich schon lang. Jawohl. Auch das sollte lang. Binden uns schnell. Ja, komm, genau dich brauche ich. Vier. Eins. Oh, aufpassen, 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 aufpassen. Ich habe zwei Bluten drauf, nicht gut. Okay, der ist schon mal down. Ich lasse den mal nicht aus den Augen. Ich hoffe nicht, dass der jetzt hier verschwindet. Das war jetzt Risiko. Ich hätte doch. Das war blöd. Okay, der ist down. Das ist jetzt doof eigentlich, dass ich den gleich plündere, weil wenn ich jetzt Pech gehabt hätte, wäre ich überlastet gewesen. Aber ich war's nicht, ich war's nicht, ich war's nicht. Oh, Purified Water. Und wir trinken was. Und wir machen gleich wieder einen herstellen. Nee. So, das sollte langen. Dann kann ich mich um die Kollegin hier kümmern. Zwei, drei, vier und weg. Stamina, 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 Stamina. Vier und down. Okay, den jetzt looten. Down. Und gut. Und liegt hier was rum? Nein. Auch gut. Das heißt, jetzt sind wir eigentlich wieder so weit, dass wir wieder hoch können. Zwei Stück. Wenn es gut läuft, sind es 6. Also wenn es nicht gut läuft, sind es 6. Und dann sind wir bei 37. Ah, das könnte knapp werden. Ich glaube, das langt noch nicht. Das langt noch nicht. Ah, mal gucken. Wenn wir ein bisschen Glück haben, kriegen wir 5 dafür. So, das ist ein kleiner Essensbuff. Da vorne ist eine Hyäne. Ich glaube, wir gehen hier runter. Oh, das war mutig gerade. Der Essensbuff, der sollte eigentlich jetzt lang. Das war hier gemütlich unser Leben wieder aufladen.
Sobald ich den Begleiter habe, geht es Richtung Osten und besorgen uns ein Pferdel. Also das ist auf jeden Fall der nächste Schritt. Gucken, wir sind jetzt Level 20. Ein Drittel unserer Reise Richtung Level 60 haben wir schon hinter uns. Das ist echter Hammer, oder? Und wisst ihr was? Ich habe jetzt Set-Werkzeug mitgenommen. Ich habe natürlich voll vergessen, die Leute zu zerlegen. Aber ist egal. Finden auf jeden Fall noch Gelegenheit dazu. Ich will natürlich so schnell es geht auf die Z-Pfeile kommen. Der Rest, also die Antidots sind wichtig, wenn wir nachher Richtung Arena mit Spinnen etc. Gedöns. Und den Schlangen vor allen Dingen. Das ist so noch mein Punkt, wo ich ein bisschen Schiss habe, was auch die Gefährten angeht, weil. Da kannst du den Rüstung geben, wie du willst. In dem Moment, wo sie halt Giftschaden kriegen, ist es heftig. Aber schauen wir mal. Bisher sieht's. Ah, ich habe wieder vergessen, mein Bett unten aufzustellen. Wisst ihr das? Ich habe momentan nur meinen Spawnpunkt hier oben auf der Matte. Aber es rennt mir immer noch hinterher. Oh, das sind zu viele. Das sind zu viele. Da müssen wir uns verkrümeln. Gucken, ob wir die hier reinlocken können. Oder dass ich Aggro krieg. Das habe ich, glaube ich, Akro von dem mitgekriegt. Ja, super. Okay, der Wächter ist wieder weg. So.
Diesmal denke ich dran. Und die Leiche ist wieder verschwunden. Shit, also ich muss mich wieder beamen. Den nehme ich erstmal auseinander. Die Leiche hier ist mal wieder verschwunden. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Da ist unser Opfer. Und den nehmen wir diesmal auch auseinander. Die Pfeile habe ich noch. Ah, ja, genug. Da kann ich nachher dann. Lass mal gucken, was wir hier jetzt eintüten können. Das, das, das. Oh, das ist gut. Das nehme ich nachher mit. Ich tue es jetzt mal raus. Na, da, das nehme ich auf jeden Fall auch mit. Können wir so lassen. Mal schauen, wir haben zwei Schädel. Ne, drei Schädel. Also. Fünf. Fünf. Gut. Und drei. 13. 44. Ah, langt natürlich nicht. Das langt nicht. Hier kriegen wir noch einen raus. Schade, schade, schade. Sonst hätten wir jetzt wirklich hier unsere 50 schon voll gehabt. Aber egal. Kommst du mal her? Sehr schön. Und auch den looten wir. Und dann holen wir uns den da oben. Sehr schön. Der kommt und ist schon halb tot. Und dann. Auch den zerlegen wir fachgerecht. I see prey. Ja, die blockieren sich gerade gegenseitig. Sehr schön. Der eine müsste gleich down sein. Jawohl, ja. Der andere weiß noch nicht genau, was er machen soll. Auch gut. Ich nutze die Gelegenheit natürlich. Weiß nicht, was der gerade hat. Aha. Muss ich jetzt nicht verstehen. Weil eigentlich wäre er an mich rangekommen. Aber ich glaube, der ist gerade eh umgefallen. Ja, komm du hierher. Der ist down. Und jetzt machen wir dich noch. Ups, voll daneben. Oh. Das ist nicht gut. Kurz die Dinger reparieren. Die Dolche. Warum dir zum Beispiel resettet, weiß ich nicht. Müsste sie eigentlich nicht. Weil ich bin für sie erreichbar. Also von daher. Ah, hat nicht resettet. Aber wieso hat sie dann nicht mehr angegriffen? Warum hat sie dann nicht mehr angegriffen? Okay, das war jetzt zu viel. Dann schmeißen wir die mal alle raus. Ich habe noch keinen Grinder, von daher kann ich die eh nicht zerlegen. Die geben auch nicht so viel. Geben ein bisschen Blut. Also das ist es effektiver, diese abgeteilten Körperteile da zu sammeln. Ja, das ist jetzt doof gelaufen, wenn. Ah, das heißt doof gelaufen. Nee, nee, nee. Dass der Run war okay und wir kriegen halt jetzt unsere
Oboli und es langt natürlich nicht. Aber im nächsten langt es uns auf jeden Fall. Das heißt, wir kriegen im nächsten Run kriegen wir die 50 voll. Und mehr wollen wir ja gar nicht. Dann haben wir unseren Begleiter und dann geht so ein bisschen das normalere Gameplay los. Jetzt müssen wir mal gucken. Das lassen wir da. Ja, das lasse ich jetzt auch mal da. Das können wir, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das brauche ich im Moment auch noch nicht. Das könnten wir schon mitnehmen, ja. Und das nehme ich mit. Den Rest lasse ich mal hier oben. Ist gut. Ist gut aufgehoben. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo hier in der Nähe noch ein Lager wäre, wo ich einfach einen rauspicken kann, wo es jetzt. Die sind ja wirklich einfach zum Farmen, habt ihr ja gesehen. Also ich renne hier ja faktisch immer noch in der ohne Rüstung rum, um es mal so zu sagen. Nudity ist ja ausgeschaltet hier, also ich kann nicht nackt laufen, aber im Endeffekt entspricht es dem. Das heißt, die Fetzen, die ich hier anhabe, haben null Rüstungswert. Und ihr seht, da kommt man ganz gut zurecht. Ja, ich weiß, da drin hat es natürlich Zauberer. Aber die sind alle relativ weit drin. Das heißt, da müsste ich mindestens, keine Ahnung, 10, 15 Gegner killen, bis ich überhaupt an die Stelle käme, um dann einen dieser Zauberer abgreifen zu können. Obwohl, hier ein bisschen am Rand lang rennen, damit wir hier nicht den Heinz triggern. Ja, und es wird eh schon bald wieder dunkel. Das war so. Gar nicht schlecht. Vom Timing her. Mal gucken, langt es noch? Oh ja, wir machen auch wieder so eine anderthalb Stunden. Jetzt mal gucken, wie weit wir unten an der Basis jetzt dann kommen. Das heißt, als nächstes werde ich auf jeden Fall ein bisschen Werkbänke bauen, jetzt in der Nacht. Rüstung bringt mir jetzt eigentlich im Moment relativ wenig. Ja. Ich könnte mir überlegen, ein bisschen mehr Leben. Es gibt die stygische Rüstung, die ist ganz nett. Diese. Aber wie gesagt. Mit dem nächsten Run müssten wir eigentlich in der Lage sein. Da kann ich eigentlich schon wieder was herstellen. Im nächsten Run müssten wir in der Lage sein, einen Gefährten zu holen. Da oben sind die schon wieder aufgetaucht, also doch sind beide schon da. Das heißt, da sind auch die Zauberer wieder da, das heißt zwei Stück Minimum. Müssen
bisschen aufpassen. Ah, der ist fertig. Sehr schön. Dann können wir das hier mal kurz raus. Tun wir den hier rein. 5. Und ich dachte, genau, was gibt es hier? Können wir kurz gucken. Info. Vitalität, jawohl, da genau das Richtige. Sehr schön, sehr schön. Dann können wir hier die Herzen opfern. Und uns die ersten Antidot herstellen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Also. Hätte jetzt was Besseres sein können. Sei es drum. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwo so einen kleinen rumrennen sehen. Ja, ja. Oh, das war nicht gut. So, Waffen. Das war gerade fahrlässig. Dann gucken wir mal, habe ich Gemüse dabei? Frisst sie auch das? Nee, frisst sie nicht. Erstmal abladen, damit ich nicht wieder auszusehen. So, also. Das tun wir durchaus mal damit rein. Solange wir Platz haben, können wir das sammeln. Dann. Das haben wir schon drin. Das tun wir erstmal rein. Das hält da drin länger. Das. Und dann können wir hier Holz. Das. Und dann haben wir gesagt, das hier. Und dann kommen wir. Aloe. Aloe ist ja Gemüse. Tun wir erstmal hier rein. So. Knochen hier. Das hier, das tun wir auch hier. Das hier, das hier. Sehr schön. Dann haben wir ein Knochenschild. Können wir raus. Das tun wir auch erstmal hierher. Den können wir da hier rein tun. Den können wir raus, raus. So, das sieht aber gut aus. Das müssen wir natürlich noch anmachen. Und das können wir schon mal wieder hier rüber tun. 5, 4 rein. So. Jetzt nehmen wir dich mal mit. Und für den müssen wir auch was zu futtern mitnehmen. Für mich was zu futtern mitnehmen. Dann warten wir noch kurz. Ja, die sind natürlich, wenn man es hier sieht, 179 Leben. Mega, es ist also.
Aber es geht eher darum, dass der hier natürlich für uns ein bisschen was tragen kann. Und da ist er eben sogar, sage ich mal, dem ersten menschlichen Begleiter dann natürlich überlegen. Dann tun wir hier 12, dann haben wir 5 Essen dabei, 15 Dinge. Also, den sollten wir ein klitzekleines bisschen aufleveln, oder? Bevor wir da jetzt loslegen. Gehen wir mal hier runter. Ja, komm her. So, der ist mal aufgestiegen und hoffentlich im, ja, kleinen Lebensschuh, alt, das war falsch, den hier rein. Ja, hat fast das Leben verdoppelt. Okay, 28 Eier. Aber für die verdorbene Hyäne, verderbte Hyäne, da langt es natürlich auf keinen Fall. Nicht rumstänkern. Aber da oben hat es ja noch ein Knu. Das ist aggro. Und dann haben wir da, muss mal gucken, sind da hoffentlich nicht auch irgendwelche. Schon noch Buff? Ja, sehr schön. So, diesmal bin ich aufgestiegen. Ist noch Stufe 3. Ich höre doch schon was. Na, wenn, dann triggern wir zuerst die Spinne. Das ist schöner am Anfang, also selbst mit den blöden Steindolchen, wir haben einfach. Ein relativ gutes. Eine relativ gute Waffe eigentlich. Akzeptablen Schaden macht. Alles, was bluten kann, kriegen wir auf Dauer klein.
greif den mal an. Sehr schön. Das heißt, jetzt können wir wieder das hier rein tun. Ups. Was ist denn los? Na, könntest du mal den Akku übernehmen? Sehr schön, danke. Gerade irgendwie nicht so gut gelaufen. Belastet. Jetzt haben wir ja das Schöne. Wir können Zeug abgeben. Sehr gut. Ich will jetzt kurz mal hochheilen. Gucken, ob das klappt. Dann müsstet ihr jetzt genau den Akku kriegen. Den können wir zerlegen. Und den können wir zerlegen. Und wir haben jetzt auf jeden Fall schon genug, um unseren Begleiter zu holen. Das heißt, ja, wir müssen das in der nächsten Folge machen. Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Ist ein guter Abschluss jetzt. Weil dann kann ich ohne die Hyänenbegleitung hochgehen. Dann machen wir auf Folgendes jetzt noch schnell. Hier auf dem Weg runter. Hier oben haben wir noch welches. Wenn wir schon Begleiter dabei haben, dann holen wir uns jetzt noch kurz Kohle. So, das hier, das können wir auspacken. Das kannst alles mal du nehmen. Also das Vierfach-Sammeln ist schon heftig. Ich spiele das erste Mal mit Nicht-Standard-Werten, also beziehungsweise andersrum. Immer nur mit Einfach. Ich glaube, auf den offiziellen ist es auf PvP-Surfern ist es das Vierfache, auf PvE-Surfern ist es das Doppelte. Und ich habe eigentlich immer mit einfachen Werten gespielt, weil ich natürlich aber auch mit, lass mal gucken, da machen wir es so, weil ich natürlich auch mit Mods gespielt habe, wo ich dann eben zum Beispiel habe sammeln lassen, Sachen sammeln lassen können. Und was
ich bemerke, ist, dass du natürlich von allem das Vierfache bekommst, ja. Das heißt, ob ich jetzt hier Kohle sammle, Stein, Eisenknoten, was auch immer, es ist immer das Vierfache. Und das ist schon eine deutliche Vereinfachung. Also klar, ich denke, bei einem PvP-Surfer ist es ja wirklich so, da ist ja der Fokus, ja, du sollst Basen bauen, die sollen auch eine gewisse Wertigkeit haben, aber es soll natürlich nicht so sein, dass du hier Wochen von Grinding kaputt gemacht werden, wenn du geradet wirst. Und von daher ist es okay. Gucken, das hier brauchen wir eh dann nachher noch, weil sobald wir eigentlich in den Dings kommen, in den Genuss kommen, dass wir gerben können, müssen, sollen, dürfen, ja, also das ist schon, es macht es einfacher, auf jeden Fall. Ich glaube, dann kann man das auch wirklich so beibehalten, dass ich sage, ich werde nicht offscreen irgendwas machen, weil das Sammeln von Material ganz flott von der Hand geht eigentlich. Was fehlt uns eigentlich noch? Für den Reiseabschnitt. Achso, hier, Feind auf Rad der Schmerzen, Eisenwerkzeug. Okay, das. Da müssen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn wir dann den Kollegen dabei haben, oder die Kollegin, hoffe ich ja, dass wir dann. Die hat noch nicht angefangen. So. Dass wir dann. Komm her. Ja, ein bisschen auf Erkundungstour gehen etc. So, dann nehme ich mal alles nehmen. Dann gehen wir hierher und tun hier mal die Kohle rein. Dann können wir das hier raus. So. Dann können wir hier erstmal nichts rein. Können wir schon, das können wir mal kurz gucken. Wissen. Das hier können wir auf jeden Fall mal freischalten. Möbelmacher kann man freischalten. Das brauche ich auf jeden Fall demnächst, ja. So, bauen. Das lasse ich mal. Decoration brauche ich jetzt initial auch nichts. Hier müssen wir gucken, den Grinder, den können wir auf jeden Fall freischalten. Fischreuße brauchen wir. Trockengestell brauchen wir. Kesselflicker weiß ich noch nicht. Später. Okay. Waffen lassen wir erstmal. Im Moment kein Bedarf. Rüstung haben wir auch keinen Bedarf. Religion haben wir ja hier. Da könnte ich mal überlegen, ob ich die 5 Punkte, wenn ich sie weg habe, damit ich sie nicht aus Versehen verbrate. Die tun wir gleich mal freischalten. So. Und jetzt räumen wir noch auf. Das kommt da rein. Sehr schön. Das ist Holz. Holz und Gemüse. Und das ist tierische Produkte und das fällt im weitesten Sinne unter Alchemie. Dann gucken wir mal hier, wie viel kriegen wir von dem Zeug unter. Okay. Das können wir mal rein. Ja, haben wir schon welche. Okay, dann haben wir hier das und das.
Ups. Dann kommt das hier rein. Und wir können sie... Ah, das ist der Vorteil, genau. Ich muss sie auf die zweite Stufe ausbauen. Ich kann auf jeden Fall mir meine Schlangenpfeile schon bauen. Was ich auf jeden Fall machen werde, weil... das für mich einen riesen Vorteil darstellt. Knochenschild können wir wieder weg. Da kommt das rein. Ja, das kommt raus. Das kommt raus. So, jetzt gucken wir mal, was brauchen wir für einen Grinder. Das war, glaube ich, unter allgemein. Ah, der braucht Ziegel. Okay, das heißt, dann kann ich auf jeden Fall Folgendes noch machen. Wie viel haben wir hier? 500. Ja, dann sammle ich noch ein bisschen. Und wir können auf jeden Fall schon mal Ziegel wurzeln lassen, während wir sagen, auf die nächste Folge dann warten. Kommst du mit? Komm her. Weil die hier können wir, die tue ich immer ganz gerne so, weil da kommen immer Ranken raus. Ranken brauchen wir dann fürs Viertel. Ich will jetzt auch mal wissen, was wir hier direkt ums Haus so noch abbauen können. Aber ich glaube, wir kommen locker auf 1000. Das heißt, wenn wir immer so zum Schluss noch hier die 1000 voll machen oder 1500 vielleicht sogar, dann haben wir den Vorteil, dass wir dann offscreen sozusagen die... die Dings herstellen können. Die Ziegel. Geh mal hin und kämpf. Gehen wir da in die Hocke, nein, in die Hocke und 28. Ich will das hier und C. Nee. Okay, geht nicht mehr. Ist egal. C. 24. Okay, ist egal, nehmen wir mit. So, was wollten wir noch? Stein. Na. Können wir kurz umladen. Sehr schön. Na. Aber jetzt lassen wir es mal gut sein, weil ich werde demnächst eher auf Eisenzeugs umstellen. Wir können noch ein bisschen Holz sammeln. Damit wir... dann auch nachher, wir können die Dings noch herstellen, oder? Die sagt's, die Zimmermannswerkbank, und dann kann ich auch die ersten geformten Holz schon mal durchjagen.
Wow, das geht fix. So, dann tun die noch mal rein. Ich glaube, das ist okay jetzt. Dann kann ich alle Werkbänke, die wir jetzt nur mit Holz und Stein herstellen können, mal schnell aufsetzen. Also, da hätten wir einen Gerbertisch. Dann hätten wir, was haben wir hier? Da brauchen wir. Ah, das habe ich oben. Das habe ich aber. Tannery stelle ich eigentlich immer raus, weil die stinkt ja so. Wohin stellen wir die mal dahin? Dann das haben wir schon. Rüstungsmacherwerkbank. Die tun wir rein. Da fehlen Wirm, Hammer aber. Rüstungsmacher können wir mal hier hinstellen. Dann hätten wir die. Die können wir noch nicht. Da fehlen uns noch Dinge. So, Zimmermann. Auf was gehen wir denn? Stellen wir die hier hin. Dann die hier, die stellen wir auch draußen hin, oder? Alchemie können wir noch nicht, können wir noch nicht. Ah, den könnten wir schon aufsetzen. Wir bräuchten 10, 10 haben wir. So, ich will jetzt mal die Runde alles aufbauen, was geht. Alchemie geht. Da kommt ja noch ein Stockwerk drüber. Wahrscheinlich hier wird der Treppenaufgang hinkommen. Eins, naja. So, dann haben wir Landwirtschaft. Das geht noch nicht. Allgemein, das geht noch nicht. Das geht noch nicht. Religion haben wir. Zauberei haben wir noch nicht. Gefährden. Ach, der Kreidekreiser, den können wir noch nicht machen, klar. Und Quatsch. Was war's? Shift E, glaube ich, oder? So. Dann haben wir Gefährten, Tierpferch. Das haben wir schon. Da fehlen uns noch Ställe, fehlt uns auch Zeug. Und Sattlerei auch. Okay.
Das heißt, jetzt kommt der Punkt, wo ich sage, können wir Material aufnehmen. Mal alles mal ins Inventar nehmen, was wir so brauchen. Da können wir auf jeden Fall, da können wir. Ein bisschen brauche ich noch für mein Zeug, weil die ersten Rüstungsteile macht man ja ohne. So, das heißt, das kommt da rein. Dann machen wir hier mal 300. Es gibt 100 Leder, das ist gut. Dann können wir hier in Zukunft immer die Ledersachen sammeln und dann gleich umbauen. So. Dann haben wir hier 200, das ist gut. Dann haben wir hier. Jetzt. Das ist auch okay. So, dann können wir hergehen und hier leichte. Was haben wir da? Da haben wir nur Zwirn und Ding. Für mittlere brauchen wir Leder, genau. Und für wäre, brauchen wir nämlich dann verstärktes Leder, was an sich kein Thema wäre, wenn wir einen entsprechenden Mitarbeiter hätten in der Gabereitisch. Aber das kriegen wir auch noch. So, das kommt da rein, das kommt da rein. Dann haben wir hier noch mal. Dann tun wir das Holz hier raus. Das, das, na, das hier raus. Das hier rein. Die Pfeile tun wir mal da rein. Das lassen wir, das kommt raus. Ja, aufgeräumt. Ich würde sagen, ich trinke noch was unten. Und dann lassen wir es gut sein für heute. Ein schönes Stück vorwärts gekommen. Das heißt, wir können in der nächsten Folge gleich am Anfang uns unseren Gefährten oder Gefährtin besorgen. Und dann geht es Richtung Pferdel holen. Und wenn wir Pferdel haben, dann können wir. Dann sind wir frei. Dann können wir uns bewegen, wie wir wollen. Okay, das war Episode 2 Conan Exiles Age of Sorcery Kapitel 2 Gameplay ohne Mods. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt euch. Ihr habt noch nicht gesehen, also ganz doof stelle ich mich jetzt auch ohne Mods nicht an. Aber ich glaube, das ist auch am Anfang, ist es relativ einfach. Wenn man ein bisschen Erfahrung hat, was gerade das Kämpfen mit den Dolchen etc. angeht. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall den Gefährten holen, wir werden das Pferdel holen, wir werden die nächste Journaleintragsleiste voll machen. Das geht, das geht, das, das, das hier, da sind wir dran. Samenpflanzen auch kein Thema. Ah, das muss ich noch lernen. Und dann hätten wir schon hier vier von eben maximal 10, 10 Leben, die ich verbrauchen darf in diesem Game. Und dann sind wir mal gespannt. Ja, jetzt haben wir hier noch zwei Punkte. Muss ich mir überlegen. Ich denke, ich werde die auch dann gleich in Autorität mit reinstecken oder Stehvermögen. Also der Endausbau wird so aussehen. Hier 20. Ja, dann hier 10, da weiß ich noch nicht, also 20, hier
20, 30, 40, 45, 50 und hier vielleicht sogar wirklich 60 oder hier nur auf 5 gehen, das weiß ich noch nicht. Hier jeweils 10 rein hätte den Vorteil, dass wir hier den Combo-Finisher macht 20% mehr Schaden, war egal, ob wir auf Geschicklichkeit oder auf Stärkewaffen gehen. Und hier wäre präzise Hieb 10% höhere Rüstungsdurchdringung. Da weiß ich noch nicht, wenn ich wieder auf sacht. Wenn ich wieder auf Axt gehen werde, was sehr, 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 sehr wahrscheinlich ist, dann werden es hier auf jeden Fall 10 eventuell. Nee, lohnt sich eigentlich nicht. Dann lieber die jeweils auf. Ah, ja, weiß ich noch nicht. Ja, jetzt muss ich mit 60 auskommen. Haha. Okay. Aber den werde ich auf jeden Fall voll ausmaxen, weil sei es jetzt drum, gut ausgebildet ist natürlich, haben verbesserte Attribute. Das ist eigentlich das, wo ich hin will. Ja, auch noch 24 Punkte, da können wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Also, das war's für die Folge. Wenn es euch gefallen hat, seid so nett, gebt mir einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, einfach den Channel abonnieren und Bimmel aktivieren, kriegt ihr mit, wenn ich wieder was hochlade. Wenn ihr den Channel schon abonniert habt, hey, vielen Dank an dieser Stelle. Und ansonsten wäre es toll, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei wärt, hier in Conan Exiles Age of Sorcery Kapitel 2. Gameplay ohne Mods oder wenn euch natürlich auch meine Gameplays mit Mods interessieren, da habe ich immer noch zwei Serien, die ich immer wieder noch bediene. Das einmal ist hier im Exiled Lands Gameplay mit Mods und einmal Isle of Scepter Gameplay mit Mods. Wäre schön, wenn ich euch irgendwo sehen würde. Bis dahin, macht's gut, tschüss zusammen und ihr wisst ja, ne? Immer schön gesund bleiben. Bye bye.